der AfD-Fraktion, Dr. Alice Weidel. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ihrer Regierungserklärung, Frau Bundeskanzlerin, haben Sie von Verantwortung gesprochen, von Verantwortung Deutschlands für Europa. Doch was verstehen Sie darunter und was bedeutet das letztlich für die Bürger? Mehr Verantwortung für Europa heißt bei Ihnen, und darauf sind Sie bei Ihrer Rede herzlich wenig eingegangen, mehr Geld, deutlich mehr Geld und mehr Souveränitätsabgabe an die Europäische Union. Und das bedeutet mehr Geld des deutschen Steuerzahlers für ein Projekt, das längst nicht mehr dessen Interessen vertritt, ganz im Gegenteil. Und wie wenig die wohl dritte Auflage der Großen Koalition, die Interessen der deutschen Steuerzahler vertritt, hat diese bereits im Koalitionspapier sehr deutlich gemacht. Ich zitiere: Wir sind zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit, so heißt es dort wortwörtlich. Stimmt, höre ich da von SPD-Seite, richtig. Sie können nämlich nur das Geld anderer Leute ausgeben, was anderes können Sie nämlich nicht. Purer Sozialismus, immer umverteilen des Geldes, was Ihnen nicht gehört. Und das insgesamt ist eine Bankrotterklärung. Sie, sehr geehrte Damen und Herren von Union und SPD, opfern freiwillig das Königsrecht eines jeden Parlaments, und das ist die Budgethoheit. Doch was ist eigentlich der aktuelle Anlass für diese Freizügigkeit der Koalitionsparteien im Umgang mit dem Geld des deutschen Steuerzahlers? Der aufgeblähte EU-Apparat steht nämlich vor einem Problem. Durch den bevorstehenden Brexit, Sie haben ihn ja leider nur kurz erwähnt, was er eigentlich bedeutet und warum die Briten ja sich entschieden haben, auszutreten, entsteht nämlich eine riesige Haushaltslücke in der Europäischen Union. Und vernünftigerweise könnte man jetzt meinen, dass eine durch den Brexit kleinere EU ihren Haushalt entsprechend anpasst, sprich Kürzungen vornimmt. Denn eine kleinere EU bedeutet auch einen kleineren Haushalt. Vor allem, wenn ein Leistungsträger, ein Nettozahler von der Größe Großbritanniens wegfällt. Und das ist keine Exklusivmeinung der AfD. Das sehen Regierungen anderer europäischer Staaten genauso. Das sieht man in Den Haag so, das sieht man auch in Wien so, doch nicht hier, offensichtlich in Berlin. Und diese wirtschaftlich logische Maßnahme, nämlich die Kürzung des EU-Haushalts, ist für Sie, sehr geehrte Bundeskanzlerin, offensichtlich ein Horrorszenario. Das kann man nicht anders sagen. Warum? Ein geringeres Budget für Brüssel könnte einen Einflussverlust der ohnehin überbezahlten EU-Bürokraten, von denen es im Übrigen viel zu viele gibt, mit sich bringen. Und das ist auch der Grund, Sie haben damit ja Erfahrung, Herr Schulz, das ist auch der Grund, warum die EU an Großbritannien ein Exempel statuieren möchte. Eine Strafmaßnahme im Übrigen jenseits jeder ökonomischen und politischen Vernunft. So geht man nicht mit europäischen Partnern um, sehr geehrte Damen und Herren. Und im Übrigen, die vor dem Referendum vorhergesagte Rezession ist ausgeblieben. Ganz im Gegenteil, die britische Wirtschaft ist sogar kräftig gewachsen. Und nun hat man in Brüssel, Paris und Berlin Angst, dass das Beispiel Schule machen könnte, dass sich weitere Staaten in Europa ihre Souveränität zurückholen. Und das ist nämlich auch der Grund, warum die EU-Kommission plant, den Briten den Zugang zum Binnenmarkt bereits in der Übergangsphase bei Bedarf willkürlich einzuschränken. Das muss man sich mal vorstellen. Und indem Sie diese Pläne, ganz klar, diese Pläne der Ausgrenzung des wichtigsten Außenhandelspartners Deutschlands in der EU unterstützen, diese Ausgrenzungspläne unterstützen Sie ja alle, machen Sie den freien Handel und den Wettbewerb innerhalb von Europas zu einer Geisel einer gescheiterten EU-Ideologie. Ein törichter Fehler, ein folgenreicher Fehler
für den europäischen Zusammenhalt. Denn die historisch gewachsenen, guten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritannien und dem übrigen Kontinent müssen bewahrt bleiben, sonst wird Europa weltwirtschaftlich ins Hintertreffen geraten. Und deshalb ist es eben auch an der Zeit, den freien Warenaustausch mit dem Vereinigten Königreich auf eine neue, verlässliche Grundlage zu stellen, um mit diesen Unsicherheiten endlich aufzuhören. Und das passende Vertragsformat, also eine Lösung, gibt es eben bereits. Es ist das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, EWR, von 1992. Einige von Ihnen kennen den, vielleicht aber auch nicht, offensichtlich nicht. Und dieses Vertragswerk garantiert die unverzichtbaren Binnenmarktprinzipien, den freien Waren-, Zahlungs-, Dienstleistungs- und Personenverkehr. Und das wollen wir auch ganz klar sagen, diese Freizügigkeit sollte aber nicht für europäische und außereuropäische Sozialmigranten in unsere Sozialsysteme beinhalten. Der EWR-Vertrag, ganz einfach. Im Interesse Europa muss dieser EWR-Vertrag für Großbritannien geöffnet werden. Und hören Sie endlich mit Ihren Drohgebärden gegenüber Großbritannien aus. Europa muss sich wieder auf die Grundfreiheiten eines demokratischen Kontinents, der Subsidiaritäts- und der demokratischen Rechte souveräner Staaten besinnen. Wir, die Abgeordneten des Bundestages, haben es letztlich in der Hand. Entweder wir vertreten gemäß unseres Wählerauftrages den demokratischen Staat mit einem demokratisch gewählten Parlament, oder wir entscheiden uns, die Verantwortung an eine europäische Zentralregierung abzugeben. Eine Entscheidungsgewalt, die über keinerlei demokratische Legitimation verfügt und auch diese nicht anstrebt. Und für die AfD-Fraktion im Übrigen ist die Entscheidung glasklar. Wir handeln im Sinne des Souveräns, im Sinne des deutschen Wählers. Wir stehen ein für ein Europa der Vaterländer, das nach innen die Prinzipien der Freiheit, Selbstbestimmung, des Wettbewerbs und der Demokratie vertritt und sich nach außen einig und selbstbewusst auf der Weltbühne zeigt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner in der Debatte ist